Es ist das schlechteste Wahlergebnis der Union seit 1949. Gefeiert wurde der Sieg in Berlin trotzdem. Merkel gab sich getreu dem Slogan von CDU/CSU voll motiviert. Motivation braucht sie auch, die Regierungsbildung wird schwierig. Und nicht nur die Kanzlerin muss sich die Frage stellen, wie künftig mit den Provokationen der AfD im Bundestag umgegangen wird. Aber verglichen mit anderen Ländern, mit unseren Nachbarländern, sagen wir mal in Frankreich, sagen wir mal in Polen, in den Niederlanden, ist es immer noch prozentual, also relativ gesehen, glücklicherweise noch in Maßen bei uns. Natürlich ist es ein Schock, auch innerhalb der Union, weil man gesehen hat, dass die AfD sowohl hauptsächlich Nichtwähler mobilisieren könnte, aber hauptsächlich auch Unionswähler. Und das ist auch was, wo man selber reflektieren muss und sagen, wie kommen diese Wähler entstande und wie kann man diese 1 Million Wähler, sage ich mal, wieder in das Unionslager zurückholen. Laut Merkel durch gute Politik. Doch dafür muss sie erst ein stabiles Bündnis schmieden. Nach jetzigem Stand wahrscheinlich ein schwarz-gelb-grünes. Es braucht jetzt eine Regierung, die letztlich in die Zukunft denkt, die Herausforderungen ökologischer Natur, aber auch wirtschaftlicher Natur anpackt. Und ich denke, das sind die beiden kleinen Koalitionspartner die richtigen. Deutschland hat gewählt und hat die Union erneut zu einer Regierungsmehrheit befähigt. Allerdings unter schweren Verlusten. Auf Angela Merkel kommen lange und komplizierte Sondierungsgespräche zu, um eine handlungsfähige Regierung zu bilden. Eine der größten Herausforderungen der kommenden Legislaturperiode ist der Aufstieg der AfD in den Bundestag. Anja Wenzel, Euronews Berlin.